Heute würde ich mit euch gerne nochmal zusammen ein Herbst-DIY machen. Und zwar mit Eierkartons. Hallo, herzlich willkommen bei Verkunstet. Ja, ihr seht schon, ich sitze hier im Hundesalat. Mit dem Hundesalat werden wir heute zusammen versuchen, ein DIY nochmal für den Herbst zu gestalten. Ich bin nämlich auf der Suche nach einem kleinen Mitbringsel und bin da bei Pinterest über eine sehr schöne Sache gestoßen, was man mit dem Eierkarton noch herbstliches gestalten kann. Als erstes habe ich mir einen Eierkarton natürlich leer genommen und habe einmal vom Innenleben mir die jeweils hohen Kanten rausgeschnitten, weil die brauche ich, um daraus kleine Pilze zu machen. Sie sehen zwar nachher nicht aus wie die echten Fliegenpilze, man möge es mir entschuldigen, aber ich fand das so süß, vor allem mit diesen ganz kleinen Häubchen, dass ich gedacht habe, egal, das passt wunderbar. Zusätzlich habe ich noch, weil hier in den letzten Tagen, das habt ihr bestimmt ja auch in den Nachrichten mitbekommen, hier bei uns im NRW unheimlich Sturm durchgezogen ist, draußen kleine Hölzer gesammelt, also ungefähr so dieses Format. Die hatten ungefähr für mich eine Länge, ich sage jetzt mal so von 8 bis 10 cm. Ihr könnt natürlich je nach Wahl, was ihr haben wollt, länger oder kürzer nehmen. Und die verbinden wir dann nachher mit der Klebepistole zusammen, dass der Ast einmal als nachher Stängel fungiert. Ob ihr jetzt zuerst die Haube mit dem Ast zusammenklebt und dann erst mit dem Bemalen anfangt oder sagt, ihr wollt erst den Eierkarton bemalen, das ist jedem selber überlassen, wie für ihn die Handhabung am leichtesten fällt. Ich habe es jetzt halt so gemacht, dass ich zuerst halt die Haube geklebt habe an meinen sogenannten Stängel und danach bin ich hingegangen und habe die Hauben angemalt. Dazu habe ich mir ein sehr schönes Rot ausgesucht. Ihr seht, das ist reines Kaminrot und wer jetzt wissen möchte, wo ich die Farbe her habe, die habe ich ganz einfach irgendwann einmal bei Aldi gekauft. Für die Tupfen nehmt ihr, wenn ihr wollt, einen Schaschlikspieß oder Wattestäbchen tun es auch, wenn ihr jetzt nicht so einen feinen Pinsel habt oder natürlich halt wie ich jetzt hier den feinen Pinsel und tupft euch so viele weiße Tupfen auf eure Haube, wie euch gefällt. Damit sind wir aber noch nicht am Ende. Die Pilze sehen so schon echt süß aus, aber ich hatte mir gedacht, als Mitbringsel organisierst du dir noch so ein paar Tassen. Und da das Geschenk, was ich dort habe, ja für eine gute Freundin sein soll, habe ich mir ja eine Herztasse ausgesucht. Ihr könnt natürlich auch eine schlichte Tasse in Weiß nehmen, wenn ihr sie habt. Einfach das mal schauen, was ihr vielleicht aussortieren wollen würdet in eurem Haushalt und diese dann als Deko-Variante missbrauchen. In die Tasse habe ich dann einmal ein bisschen Polsterung geschnitten. Polsterung, ja, weil wir nun mal ja auch Pakete hier bei uns immer wieder angeliefert bekommen, bleibt natürlich Polstermaterial über. Das werfe ich nicht weg, sondern verwende ich immer wieder gerne weiter für irgendwelche Basteleien, so wie jetzt halt auch eben in diesem Fall. Schneide mir das halt ein bisschen zurecht und stopfe es so als Unterpolsterung in die Tasse hinein. Anschließend nehme ich mir ein Stück von meinem, Steckschwamm, jawohl, einen ganz normalen trockenen Steckschwamm. Und ihr seht, ich stopfe einfach die Tasse da rein, damit ich die richtigen Maße habe. Leider habe ich es nicht direkt rausbrechen können. Viele haben das Talent, die stecken einfach die Tasse rein, knicken es ab und haben dann auch das richtige Maß dann für die Tasse in der Tasse selber drin. Dann könnt ihr hingehen und euren Pilz mit dem Stängel hineinstecken. Müsst halt nur ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht zu tief oder zu viel daran rumwackelt, dass sonst das Ausgestochene zu locker wird. In meinem Fall seht ihr, habe ich das leider etwas zu enthusiastisch gemacht. Ich habe es nachher dann mit der Heißklebe ein bisschen fixieren müssen, damit das Ganze auch hält. Wenn ihr es etwas geschickter macht wie ich, hält das auf jeden Fall auch ohne Klebe. So, und dann geht es auch schon ans Ausgestalten. Da könnt ihr natürlich alles nehmen, was die Natur euch da jetzt gerade bietet. Bunte Blätter, Moos. Bitte aber darauf achten, nicht selber sammeln. Moos ist unter Naturschutz. Ich kaufe das Moos bei mir immer im Blumenladen meines Vertrauens. Das müsste eigentlich jetzt auch wieder zu kriegen sein. Ja, und
Dann hatte ich noch so kleine Zäpfchen über, Zapfen und auch noch so andere Kleinigkeiten. So Beeren, die hatte ich mir dann auch im Blumenladen geholt. Die habe ich dann noch mit hineingesteckt. Und ihr seht, ganz einfach und das Ganze hat auch gar nicht lange gedauert, fertigzustellen und trotzdem ist es so etwas Süßes geworden, was man wunderbar als Mitbringsel für jemanden mitbringen kann, der sich darüber freut, vor allen Dingen, wenn nachher keine Lust mehr ist. Ihr merkt schon, Maxi ist heute sehr, sehr quengelig, aber das darf der Opa auch. Dann kann man es einfach rausnehmen und ja, die Tasse ganz normal verwenden oder halt wieder für eine neue Deko wiederverwerten. So, damit bin ich auch schon mit meinem DIY zu Ende. Für mich geht es jetzt auch weiter hier in die Arbeit. Ihr seht, wir stecken hier noch mitten in der Renovierungsarbeit. Deswegen haben wir die Hunde auch hier bei uns. Wir haben nämlich gerade eben noch Stühle zusammengeschraubt. Wir werden unsere alten Stühle austauschen, weil sie einfach zu schwer sind und auch zu wuchtig hier für den Raum. Ihr seht, wir haben auch leider noch keine Couch. Das hat leider nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Couch hat hier nicht reingepasst. Die Lieferanten haben leider unsere Couch wieder mitgenommen. Das war alles ein bisschen sehr traurig für uns. Wir müssen jetzt mal schauen, dass wir uns eine andere Möglichkeit überlegen, was wir jetzt hier tun werden. Auf jeden Fall geht es erstmal weiter am fleißigen Einräumen. Und ja, ihr werdet auf jeden Fall noch mitgenommen werden. Wir haben hier noch so ein paar Sachen, die wir als DIY machen möchten. Da seid ihr natürlich gerne mit dabei, müsst mit dabei sein. Hier geht es auf jeden Fall für euch schon mal weiter zum nächsten Video. Und ich sehe euch wieder hoffentlich nächste Woche Dienstag. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss zusammen.